Kurze Zeit später kontrolliert Yannick Padilla den nächsten LKW. Hallo, wir machen eine allgemeine Verkehrskontrolle. Sprechen Sie Deutsch, Englisch? Englisch. Englisch, okay. And please give me the registration from the truck, from the trailer. Okay, perfect. But first of all, I will have a look at your cargo. Also, schauen wir uns das erste Mal, beginnen mit der Ladung an. Laut der CMR, laut dem Lieferschein, hat er knapp 22 Tonnen Ladung geladen, palettenweise. Genau, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich bin ja über die Rumänien. Okay, ihr kämpft uns dann dazu. Okay. Okay, please open. Gut. Als erstes schaue ich mal, ob die Spanngurte alle soweit fest sind, ob die Spanngurte in Ordnung sind. Ja, die Spanngurte könnten fester sein, aber. Ein Moment. Also die Spanngurte sind soweit einmal okay. Moment. Moment. Okay. Was mir hier auffällt, also das ist. Hier hat er an sich hat er die Spanngurte über die Ladung drüber gelegt. Zum Teil etwas verdreht, wobei man jetzt da mal kurz davon absehen kann. Was mir jetzt nicht gefällt, das ist, hier, das sind so Eisenstangen. Oder, ja, und die sind an sich hat er den kompletten Bündel mit Spanngurten gesichert, aber was man hier schon sieht, die sind hier schon verrutscht, weil quasi in der Mitte das Eisen auf Eisen reibt und dann. Eben hat man keinen guten Reibwert oder fast sehr schlechten Reibwert und dann kann das eben hier verrutschen und das ist hier bereits passiert, eben durch die Lücke. Und was er auch hier hat, hier ist eben das auch schon verrutscht. Ja. Flo ist jetzt gerade hochgestiegen. Warum ist das so gefährlich? Ja, jetzt in diesem Fall. Wenn ich sage, das sind Eisenstangen, die werden wie Geschosse, wenn der stark bremsen muss. Und dann können die natürlich die Plane durchschlagen oder die Frontwand durchschlagen. Was mir gar nicht gefällt, das ist das Ding da. Das da, oder? Ja, das ist eigentlich ungesichert. Das ist ungesichert, sehe ich also. Nach vorne auch kein, genau. Nach vorne keinen Formschluss, steht da nirgends an. Also, auch das Mittelteil wird da, aus meiner Sicht, weiß nicht, wie du siehst, auch nicht erfasst von einem Spanngurt. Und der ist auch übrigens verdraht da. Ist richtig, ja. Ja. Also insgesamt, von hinten hat man schon gesehen, schlecht gesichert, muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar ist das Problem hier, diese Stange oder dieser Satz ist hier von keinem Spanngurt erfasst und ist somit eigentlich komplett frei und kann nach vorne, nach hinten und auch zur Seite hier hinten. Und ist quasi, nicht nur quasi, sondern komplett ungesichert. This is without any safety, okay? Yes. Because here is space, to the front is space, to the left and to the right, there's too much space, okay? Yes. And the same problem is... With this? Huh? Not with this? It's difficult, it's very difficult. Because it's too much, it's more or less, you know Tetris? It's more or less like Tetris here. Everything where was some space, you put some packages in, okay? Understand. You understand? And here it's the same problem is here. Have a look. What did you make over here? This here? What should this? This? What is this? Yeah, nothing. Yes, understand. How did you save this one? The middle one? How did you save it? You save it. One bolt on the side. Yeah, in the middle. In the middle. There is no, there's no. Not the middle. Not the middle. After is this one bolt. This and here. Yeah, it's package. Yep. Yeah, package. Sure, but there is no belt. Why? Also der Herr versucht mir gerade zum, ich habe jetzt mal ein Beispiel herausgepickt, please, zum Beispiel diese please, Ladung zu sichern. Er hat gesagt, er hätte gerne einen Gurt um die Ladung zusammengelegt.
das würde schon mal verhindern, oder das, da müsst ihr ja nicht die einzelnen Platten sichern, sondern das komplette als Gebinde. Er hat jetzt das hier eben nicht durchgeführt. Man sieht hier in der Mitte ist eben kein Spanngurt. Das heißt, nur der einzige Spanngurt, der die Ware nach unten drückt, wären für die untere Ladung dieser lockere Gurt und dieser lockere Gurt. Das heißt, letztlich ist die Ladung hier nach vorne auch nicht formschlüssig geladen. Wir haben da einen Abstand von mehr als 5 cm. Zur Seite sowieso nicht. Letztlich ist die Ladung hier komplett ungesichert. Wenn ich mal das als Beispiel nehme und mache aus diesen drei Lagen hier ein Paket, indem ich das umschlinge mit einem Gurt, ja, dann müsste ich das nur noch als ein Paket sehen und dieses entsprechend durch Niederzurren vielleicht mit zwei, drei Gurten sichern. Natürlich dann fester angezogen als dieser hier und am besten nicht irgendwie über andere Ladung drüber, sodass wirklich der Gurt nur dieses Paket erfasst und nach unten drücken kann. Ich fange schon mal Schreimer. Ja, fange Schreimer, ich habe keine Ahnung, aber er wird es nicht schaffen. Du kannst da machen, was du willst. Das ist saublöd schon wieder. Das ist halt Tetris. Das geht nicht. Ja. Weil du hast halt überall so viel Raum dazwischen. Das ist Katastrophe. Was mich immer ein wenig schockiert ist, dass die Fahrer genau wissen, dass sie die Ladung nicht den Vorschriften gemäß gesichert haben. Und sobald sie von uns kontrolliert werden, auf sämtliche Ideen kommen, wie sie es dann doch noch nachsichern wollen. Zeigt für mich, wenn er jetzt schon Ideen vorbringt, dass er es davor schon gewusst hat, dass die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert ist. Letztlich kann man schon fast von einem Vorsatz sprechen. Das heißt, er wusste, dass er die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hat und ist trotz allem, trotz der Gefahr gefahren. Also ich bereite jetzt soweit einmal die ganze Papiersachen vor, sprich, er wird für die Ladungssicherung auf jeden Fall Anzeige bekommen in Höhe von 60 Euro. Also das Bußgeldanzeige. Sprich, ich werde hier dadurch, dass er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, Sicherheitsleistung erheben, eben für die zu erwartende Geldbuße und die Gebühren und Auslagen. Und das bereite ich jetzt soweit einmal alles vor, die ganzen Formalitäten, dass wir das soweit schon mal erledigt haben bzw. erledigen können. So. Versucht der Herr jetzt gerade zu. Ja, der Herr versucht mit Ach und Kraft das jetzt irgendwie zu sichern. Ich habe ihm gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er das so gesichert bekommt, dass er die Weiterfahrt antreten kann. Ich würde ihn jetzt trotzdem einfach mal machen lassen. Wir schauen es uns dann einfach mal an. Aber ich denke auch, dass wir die auf jeden Fall Weiterfahrt unterbinden werden. Davon gehe ich auch aus, ja. Okay. Schauen wir mal. Gut. Please. Okay. Sie versuchen jetzt das da zu sichern oder? Es geht nicht, gell? Es ist unterschiedliche Höhe, sehen Sie selber, gell? Kommen mit der Palette da unten nicht rein, dass Sie das dann unten formschlüssig vielleicht machen könnten. Müsste man das Ganze anheben, dann liegt es auf der Palette wieder auf. Also das ist so einfach hier nicht möglich. You see, it's not possible, yeah? Yes, yes, understand, yes, understand. Okay. Yes. So you call your boss? Yes, call my boss. Okay. Send the in the round. Service, yeah? One service. Yeah, okay. Yes. Okay. Then you have to pay. You can go to the colleague. You will get a penalty. So please show to the, go to the colleague and talk to him. Ja, Janik hat es jetzt versucht, aber er hat eingesehen, dass es da jetzt nichts möglich ist. Ja. Ich habe gesagt, ich muss eine Strafe zahlen, wie viel das erfordert jetzt von dir dann. Ja, okay, na, passt. Dann. Okay, you have to pay a fine. Okay. You can pay cash. Okay. 85 euros. So, 85? 60 euros is the fine. So, this is the fine, 60 yes. euros. And 25 euros is for expenses and fees, writing police, so total 85 euros. So, the card. Please enter the PIN. This is for you. So, we are done, okay? Yeah. Please call this number when you are finished, okay? Yes. Okay, then you will get the document. Kollegen begleiten den Fahrer später zu einer Werkstatt. Dort lässt er die Ladung nachsichern. Florian Forsthofer und Janik Padilla kontrollieren weiter LKW an der A94.